Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Wir spielen heute das Lied Kommt und lasst uns tanzen im Dreivierteltakt und wir begleiten es auf die ganz einfache Art mit zwei Tönen in der linken Hand. Die rechte Hand spielt die Melodie, ich spiele es euch vor. Kommt und lasst uns tanzen. Es geht an die Tasten. Die rechte Hand fängt an mit dem fünften Finger beim G. Du nimmst jetzt die linke Hand und klopfst auf das Holz, immer im Dreiertakt. Das geht so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, und du klopfst weiter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn das klappt, dann gehst du vom Holz auf die Tasten. Du suchst dir mit dem kleinen Finger das C und mit dem Daumen das G und spielst auf den beiden Tönen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du spielst immer weiter. Ich spiele die rechte Hand zu. 1, 2, 3. Gut, wenn das klappt, dann drehen wir jetzt die Rollen um. Du spielst die rechte Hand, die Melodie und ich begleite dich mit den Akkorden. Ich zähle drei Schläge voraus, dann beginnst du mit dem fünften Finger. 1, 2, 3. Gut gemacht. Drück den Pausenknopf und spiele das Ganze mindestens 3 bis 5 Mal für dich alleine. Und wenn du soweit bist, mit beiden Händen zu spielen, dann drücke wieder auf Weiter. Wir spielen jetzt mit zwei Händen. 1, 2, 3. Machen wir es etwas schneller und singen dazu. Kommt und lasst uns tanzen, springen. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Du kannst jetzt das Lied Kommt und lasst uns tanzen auf zwei verschiedene Arten begleiten. Und wir sehen uns bei der nächsten Lektion wieder. Tschüss!